Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir. Wie immer vorab, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier zu Gast beim lieben Max in Köln. Hallo. Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich danke dir, dass du da bist. Was man vorab ganz kurz anteasern darf, wir drehen hier heute noch ein zweites Video, das ist ebenfalls online mit diesem Video kommen wird. Sprich, Max hat ein cooles Format, das nennt sich Ein Tag persönlicher Koch. Da darf ich zu Gast sein. Also das Einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Video findet ihr, den Link dazu unten in der Bio. Was wir heute kochen, ist das Lieblingsgericht von Max, denn wir haben uns heute für ein richtig leckeres Safran-Risotto entschieden. Dazu machen wir ein bisschen marinierten Müffelmozzarella, angetrocknete Kirschtomaten und abgeschlossen das Ganze mit ein bisschen marinierten Rucola on top. Was wir dafür brauchen, wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Yes, let's go. Ich bin sehr gespannt. Ich durfte ja schon zumindest das Frühstück für dich kochen. Das ist und ich erwarte viel von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gut, dass du die Messlatte so hochlegst. Was brauchen wir als erstes? Womit fangen wir an? Was wir auf jeden Fall brauchen für das Risotto ist natürlich ein Risotto-Reis. Da wir haben jetzt einen von Orisa genommen. Ihr könnt da auch Vialone, Arborio, auch super Risotto-Reissorten. Genau, das Risotto setzen wir an mit ein bisschen Schalotten und Knoblauch. Oh, weißt du, worauf ich mich am meisten freue fast? Dich schneiden zu sehen. Ja. Wie jemand, der so lange in der Küche ist, wie du so gleich Turbo-Modus anschaltest. Ich bin sehr gespannt. Da darf man gespannt sein. Genau, das Ganze setzen wir an mit Olivenöl, löschen dann ab mit ein bisschen Weißwein und gießen auf mit ein bisschen Geflügelbrühe. Dann marinieren wir unsere Kirschtomaten, die wir danach antrocknen, mit ein bisschen Rosmarin und Thymian, ebenfalls wieder mit Knoblauch und auch Olivenöl. Das Risotto ergänzt Safran, der bringt nochmal einen schönen Kick da rein und genau, die Cremigkeit im Risotto kriegen wir natürlich wie immer mit der Butter. Abschließend ein bisschen Parmesan noch mit rein. Dann als Topping haben wir uns Büffelmozzarella und Rucola überlegt. Und ja, würde ich sagen, schießen wir auch gleich los. Mama mia, also das ist zwar, du sagst mein Lieblingsgericht, ich kann mich sehr schwer festlegen, weil ich liebe Essen. Du wahrscheinlich auch, du kennst das Problem bestimmt auch. Oder was ist dein Lieblingsgericht? Könntest du es jetzt so klar benennen? Schwierig. Ich würde sagen allgemein Pasta, aber da kannst du ja auch 3000 verschiedene Sorten machen. Genau. Ne? Und das ist auf jeden Fall unter meinen Favoriten. Und das ist auch was, was man besonders dann genießen kann, wenn es sehr gut zubereitet ist. Deshalb lass uns gerne loslegen. Womit? Wir starten mit den Kirschtomaten marinieren. Okay. So. Also ich fange an, hier die Tomaten zu halbieren. Du zupfst in der Zwischenzeit die Kräuter, ne? Genau, ein bisschen Rosmarin und Thymian, den einfach vom Stängel befreien. Die hacken wir nachher klein und marinieren damit unsere Tomaten. Ja. Schon mal ein bisschen mediterranen Flair reinzubekommen. Bin schon fertig. Wild, Wahnsinn. Das war nichts für mich. Hast du schon die nächste Aufgabe für mich direkt? Ja, willst du 2 Knoblauch, 10 scheren? Ja. Ist das ein anerkannter Trick, dass man so macht? Ja, kann man machen. Okay. Kann man auf jeden Fall machen. Leute. Weil jetzt sollte ja in der Theorie zumindest diese Knoblauchhaut besser abgehen, ne? Ja. Scheint auch einigermaßen zu funktionieren. Das finde ich so nervtötend, wenn man so eine Zwiebelschale hat, die nicht abgeht. Ja, das stimmt. Manchmal passiert das einfach, ne? Ja, ist nervig, ne? Ja, weil dann braucht man wirklich so echt, also ich brauche manchmal wirklich so 2 Minuten, um eine Zwiebel zu schälen. Und in der Zwischenzeit wird so alles zu heiß und alles gerät außer Kontrolle und irgendwie kann man es nicht so richtig kontrollieren. Das stimmt. Ganz kleiner Tipp für euch zu Hause und auch für dich, weiß ich, ob du es kennst, wenn du den Knoblauch halbieren willst natürlich. Ja. Hier im Knoblauch drinne, das hier, was ihr hier seht, das ist der Keim. Oh, der ist aber groß bei dem schon. Das ist richtig. Und wenn ihr den Keim rausnehmt, dann schmeckt euer Knoblauch mindestens 40% weniger nach Knoblauch, weil der Keim ist einfach das, was so eine aggressive Schärfe bringt. Ach was. Können wir rausholen? Ja. Es sei denn, wenn natürlich hier... Wenn es klatschen soll. Ganz genau, der lässt ihn natürlich drin, aber ansonsten können wir den rausnehmen, um das Ganze hier einfach ein bisschen abzufedern. So, die schneiden wir einfach nur grob zusammen, sprich, die vierteln wir nochmal. Ah ja, krass. Und dann wird es einfach nur... Dazugegeben hier drin. Genau, hier runtergeschnitten. Ui, komm, gib ihm. Tschüss. So will ich auch sein, wenn ich groß bin. Ich wirklich schwöre, so Knife-Skills sind für mich das Coolste, wenn man einfach so da zack, zack, zack. Echt, ja? Ja, ich finde das Hammer. Ich bin dabei, mich so zu finden, aber ich bin auch zurückhaltend, weil
Du hast ja bestimmt auch ein, zwei Mal in die Finger geschnitten. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Trick, den können wir jetzt hier gleich schon mal verraten. Okay. Das machen wir hier mal dazu. Ja. Auf jeden Fall schön knoblauchlastig. Zum einen immer ein Tuch unter das Brett legen, das zum einen. Dann zum anderen, wenn ihr schneidet, immer versuchen eine Kralle zu bilden, also sprich die Fingerkuppen immer nach innen. Ja. Ne, dass ihr das Messer quasi hier an dem mittleren Glied vorbei fahren lasst. Jetzt beim Knoblauch, beim Kräuterhacken ist es natürlich, ja, sagen wir mal, ein bisschen sekundär, weil ihr einfach grob schneiden werdet, beziehungsweise auch einfach mal so hacken könnt. Das kenne ich auch, ja. Da kann man ja wenig falsch machen. Das ist richtig. Es gibt auch solche Wippmesser, ne? Genauso Wiegemesser, ja. Wiegemesser, genau. Habe ich leider noch nicht, aber nee, ist eigentlich ganz ist auch, ja, unnötig, was sagst du? Ja, finde ich. Also dafür brauchst du es zu selten. Oder wie oft hackst du Kräuter? Überraschend oft habe ich das schon gemacht. Ja, also bestimmt schon 10 Mal. Dafür kann man dann auch mal für 100 Euro sich ein Wiegemesser. Das auf jeden Fall. So, einfach grob drüber hacken. Ah, okay. Hier mit rein. Boah, das riecht schon gut. Das sind drei Zutaten, vier Zutaten bisher und es riecht schon mediterran, oder? Wie beim Italiener. Ein bisschen Olivenöl dazu, ja. Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. So. Komm, ich mach mal hier das Salz. Ja, genau. Bring mich hier mal ein bisschen ein. Sehr gut. Ein bisschen Zucker noch. Halbes Teelöffelchen. Ja, genau. Ein bisschen Zucker oben drauf. So. Das Ganze einfach so durchmarinieren. Ja. Wofür fügen wir den Zucker hinzu? Der Zucker karamellisiert leicht, weil wir das Ganze jetzt gleich im Ofen garen, beziehungsweise antrocknen bei 140 Grad, so knapp 20 Minuten. Zum einen karamellisiert der Zucker, zum anderen finde ich das Zucker beim Gemüse immer eine ganz coole Geschichte, weil er den Eigengeschmack verstärkt. Okay, ne? Den Fruchtzucker quasi dann auch nochmal verlängert. So. Yes, yes. Den Ofen haben wir vorgeheizt auf 140 Grad. Die Tomaten einfach darauf verteilen, ein bisschen auseinander machen mit der Schnittseite nach oben. Man merkt, du hast auf jeden Fall keine Berührungsängste. Ich hätte jetzt, glaube ich, noch so zum Holzkochlöffel gegriffen oder so. Kochen ist ein Handwerk, da kann man immer die Hände benutzen. Das ist ja, macht es am einfachsten, oder? Ja. Wir haben jetzt, wie man schon so schön sieht, ist hier überall ein bisschen was vom Knoblauch, von den Kräutern mit dran. So, damit ihr es mal richtig seht, hier alles schön verteilt, ganz gleichmäßig, Ofen geht zu. Schalotte oben unten abkappen, einmal hier lang schneiden und dann könnt ihr das so super schälen. Ne, dann kommt ihr zu einem schnellen und einfachen Ergebnis. Das Ganze halbieren wir jetzt, also so die Schalotte. Yep. Da ist auch schon wieder so ein Kern drin, ne? Also, ja, aber der ist sehr groß. Der ist unbedenklich. Ja, okay. Dann, wenn ihr kleine Würfel schneiden wollt, einfach das kenne ich. Dünn einschneiden. Das macht richtig Spaß, weil es geht so effizient. Dann fahrt ihr noch einmal so lang, um die Würfelgröße nochmal zu halbieren. Und dann könnt ihr einfach so hier ganz entspannt kleine Würfelchen schneiden. Mamma mia. Dann habt ihr... Das ist ja feinstens. Wofür brauchen wir das gleich? Für das zum Risotto? Genau, das Risotto setzen wir an. Ja. Mit den Schalotten und Olivenöl. Ja, aber wenn die so klein sind, dann lösen die sich ja auf wahrscheinlich sogar, oder? Ja, wir wollen ja eine feine Schalottennote drin haben. Ja. Aber natürlich hier nicht so eine, eine Zwiebelkeule. Genau, das ist richtig. Und deswegen schneiden wir die einfach ein bisschen kleiner, um das Aroma drin zu haben. Aber damit man nicht hier auf so eine halbe Schalotte beißt, ne? Ja, ja, oder? Ja, ja. Wenn du es umso öfter machst, umso schneller wirst du ja auch. Ja. Wichtig ist, versucht nicht einfach jetzt hier so husch und versuchen schnell zu schneiden, sondern lasst euch wirklich Zeit dabei. Die Geschwindigkeit kommt von ganz alleine. Das ist einfach eine Übungssache, wie bei allem im Leben, ne? Also ich hätte für diese Schalotten in der Feinheit, hätte ich jetzt wahrscheinlich 5 Minuten gebraucht. So war es nicht mal eine, würde ich sagen. Ich werde gleich rot, Max. Ja. So, jetzt holen wir uns einen Topf. Großen, ne? Richtig großen. Ja, genau. So top. Jawohl. Welche Stufe hättest du gern? Mittlere Hitze. Was hast du? Maximal 9, machen wir 6. So, wir haben uns einen Topf auf den Herd gestellt. Da geben wir jetzt ein bisschen Olivenöl dazu. Mittlere Hitze, nicht zu heiß das Ganze, weil sonst verbrennen uns die Schalotten, da werden wir keinen Spaß mit haben. Was sagst du zum, weil das interessiert mich wirklich. Ja. Nicht so richtig heiß braten, aber ich habe schon so von so Keyboard Warriors bei mir so Kommentare bekommen, wenn ich zum Beispiel so Olivenöl heiß gemacht habe, Zwiebeln darin. Die haben geschrieben, Olivenöl ist nicht zum Braten. Ja, also wir dünsten jetzt an, würde ich sagen. Ja, also ist ja jetzt keine aggressive Hitze. Ja. Natürlich muss man beim Olivenöl schauen. Olivenöl ist halt fruchtig und ist auf jeden Fall nicht so hoch erhitzbar wie ein Rapsöl oder auch ein anderes Fett.
Deswegen hältst du mir das nicht so hoch. Okay. Also ich würde jetzt nie ein Steak im Olivenöl anbraten, das ist richtig. Aber bei einem Risotto, natürlich arbeiten wir mit einem Olivenöl, um einfach diesen mediterranen italienischen Flair zu verstärken. Ja, okay, ja? Cool. Was ist deine bevorzugte Herdart? Induktion, Gas, Elektro? Ich würde schon sagen Induktion, ne? Weil du hast einfach eine schnelle Hitze. Die Oberfläche ist super so zum Sauberhalten. Ne? Bei Gas oder sowas musst du immer im Schrubben wie ein Weltmeister. Also Induktion nimmt dir da schon viel, viel Arbeit ab. Boah, der Geruch schon wieder, Leute. Die Schalotten, die sehen schon fein aus, die sehen schon edel aus. Ich würde 100 Euro dafür bezahlen. Ist das so? Vielleicht nicht. Glasig anschwitzen, dann geben wir gleich den Risotto-Reis dazu. Könnt ihr grob kalkulieren, 100 Gramm rohen Risotto-Reis pro Portion. Okay, so sieht das Ganze im Topf aus und jetzt gibt der Kevin hier den Risotto-Reis zu. Ohne Wasser und alles. Ich habe tatsächlich noch nie Risotto gemacht. Aber ja, also der, schauen wir hier mal kurz, ja, das sind knapp 200 Gramm, das reicht auf jeden Fall. Der Risotto-Reis wird jetzt auch kurz mit angeschwitzt. Gar ohne, dass das Wasser drin ist. Das ist richtig. Das ist ja komplett verrückt. Hammer. Also das überrascht mich jetzt wirklich, weil ich dachte, das würde man halt wie Reis mit Wasser kochen, oder? Ja, das kommt erst gleich dazu. Ja, okay. Du siehst ja jetzt auch schon, der Reis wird so ein bisschen glasig. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Jetzt werden wir das Ganze hier mit dem Weißwein abmischen. Oh ja, Attacke. So. Rumble. Ja. Und lassen wir jetzt komplett verkochen, den Alkohol. Wir wollen nur die schöne Säure von dem Weißwein haben. Ja. Der Alkohol verkocht. Für die, die jetzt sagen, ah, ich mag aber nicht so gerne Alkohol, also der... So ein Victor zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, beim Victor haben wir da auch mal ein bisschen Rücksicht drauf genommen. Wie gesagt, ihr könnt es aber auch ohne Weißwein kochen. Könnt ihr am Ende halt mit ein bisschen Zitronensaft oder einem schönen weißen Balsamico-Essig mit ein bisschen Säure nacharbeiten. Wer jetzt sagt, er will auf gar keinen Fall mit Weißwein arbeiten, empfehle ich aber diesen Schritt, weil es einfach klassisch ist und zu einem besten Ergebnis kommt, meiner Meinung nach. So, jetzt füllen wir das Ganze auf mit unserem Geflügelfond. Das wird schon sämig so ein bisschen, ne? So, wir haben jetzt 400 Milliliter Geflügelfond draufgegeben. Das Ganze wird jetzt noch mit ein bisschen Salz nachgewürzt und dann einfach leicht köcheln lassen. Immer ein bisschen rühren. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Nebenher kümmern wir uns schon mal um unseren Sprachenlernen Bubble. Büffelmozzarella. Und das kocht man jetzt quasi einfach ein, bis alles an Flüssigkeit aufgenommen wurde. Genau, also Risotto ist schlotzig, ne? Muss immer cremig sein. Ist das ein echtes Wort? Schlotzig. Ja, safe. Kennst du es nicht? Nee, kenn ich nicht. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal deinen linguistischen Wortschatz erweitert. Das klingt wie so ein Fantasiewort. Also ich finde, es passt gut, aber... Ja, oder? Schreibt mal alle Hashtag schlotzig in die Kommentare, Freunde. So, du hast hier noch was Feines, ne? Ja, genau. Da wir ja ein schönes Safran-Risotto kochen wollen, machen wir gleich ein paar Safranfäden mit dazu. So. Die Menge. Oh, das riecht man so intensiv direkt, ne? Ja. Das ist schon was Feines. Und gibt natürlich auch direkt Farbe ab, ne? So ein Safran. Ja, natürlich. Also Safran, der färbt schon brutal gelb, ne? Ja. Aber ist ja schön. So, das köchelt jetzt so ganz leicht, ne? Mhm. Und wir kümmern uns jetzt um den Büffelmozzarella. Yes. Hier haben wir unseren Büffelmozzarella. Den zupfen wir einfach nur grob klein. Ja. Den geben wir am Ende als Topping oben auf unser Risotto drauf, ne? Schön. Hier so ein bisschen grob klein zupfen. Ja. Dann wird er nur mariniert mit ein bisschen Olivenöl. Salz, Pfeffer und wer mag, kann auch noch ein bisschen dunklen Balsamico dazu geben. Da ist eure Fantasie keine Grenze gesetzt. Also du sagst Olivenöl, ne? Genau, Salz und Pfeffer. Mach ruhig noch ein bisschen Olivenöl dran. Noch mehr, ja? Ja, ein bisschen, oder? Ist ja keine Diätküche hier. Das stimmt allerdings. Ein bisschen Pfeffer. Und dann? Ein bisschen Salz, genau. Dann geben wir das einfach nur so unter. Ich bin auch ein großer Fan davon, Sachen so zu marinieren, aber ich mache es gefühlt auch manchmal so, zum Beispiel, ich sage mir so, wenn ich irgendein Gericht mache, wo gesalzene Tomaten dabei sind, ne? Dann mache ich das und lasse es 10 Minuten stehen. Ja. Aber ich weiß nie, ob ich das, also so ein Gefühl, bringt das was? Ja, natürlich. Okay, also gut. Marinieren ist dann bin ich zufrieden. Immer sinnvoll, ne? Ja, waschen wir mal grob durch, oder? Vor Verzehr waschen und putzen. Ich habe hier natürlich alles im Start. Salatsteuer, ist gar kein Problem. Wahnsinn.
Also arbeitet man auch in der Restaurant, in der Gastroküche mit so Salatschleudern? Irgendwie kommt mir das so haushaltsmäßig vor. Ja gut, je nachdem. Wenn du natürlich jetzt hier einen Salat anbietest, ist das natürlich schon sinnvoll, weil du dadurch am effektivsten und am schonendsten das Wasser aus dem Salat bekommst. Ne? Okay, also gibt es das wahrscheinlich irgendwie in einer größeren Skalierung, ja, oder so? Ist ein bisschen größer, ja, aber das Prinzip ist das gleiche. Ja, ja. Was würdest du sagen, ist so der Hauptunterschied von Gastroküche zu privater? Wahrscheinlich so, wie präzise die Gerätschaften sind, oder? Ja gut, also ich sag mal ja, wobei ich würde sagen, ein Messer ist ja ein Messer, ne? Also das kann ich ja kaufen und das kannst du ja auch kaufen. Ja. Zum einen natürlich die Größe. Du hast ja ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel du hast einen Tellerwärmer, ne? Damit die Teller schon vorgewärmt sind, damit das Gericht warm bleibt. Dann hast du Heizstrahler von oben, Heizstrahler von oben. Die Teller befeuern. Also das ist halt schon alles ein bisschen professioneller aufgebaut, wie zu Hause. Was haben wir mit dem Rucola vor? Der kommt, sagt man, roh? Ja genau, also roh. Im Prinzip, der wird nur mariniert nachher, auch mit ein bisschen Olivenöl, Balsamico, Salz, Zucker und Pfeffer. Also ihr könnt natürlich auch ein Dressing nehmen, je nach Belieben, worauf ihr Lust habt. Aber wir werden den einfach ein bisschen ganz einfach marinieren. Ja. Und dann kommt der oben drauf und der bringt immer so eine leichte Schärfe mit. Pfefferschärfe, ne? Genau. Und soll das ganze Gericht im Idealfall ein bisschen abrunden. Ist der nicht so schön? Du bist hier immer so ein bisschen am... Ja, es ist hier... Man hat hier teilweise immer noch so ein paar Ja, ich will nicht gammelt sagen, die schon ein bisschen angedrückt sind. Ne? Ja, also der ist frisch aus dem Supermarkt. Ich habe die aber auch erwischt, wie sie die Regale gefüllt haben. Okay. Also die haben wahrscheinlich nicht vor Ladeneröffnung gefüllt und dann habe ich... Vielleicht, ich habe alle mir durchgeschaut, vielleicht einen von gestern erwischt. Halb so wild. Will man das Beste draus, würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Wie funktioniert das hier? Das öffnet man, schiebt hier den Parmesan rein, macht es unten auf, kann Druck aufbauen und dann dabei... Ja, krass. Das heißt, du schneidest so ein Scheibchen runter, oder? Genau, ja. Soll ich dir mal zeigen? Ja, gerne. Komm, ich zeig dir einfach mal, was man hier so in der Küche... Zeig mir deine Welt. Also, wir schneiden hier ein gutes Stück Parmesan ab. Dann droppen wir es einfach hier rein. Dann kann man hier den Druck aufbauen. Ja, wild. Freunde, mal ganz kurz hier die Parmesanindustrie und Reibindustrie hops genommen. Also Butter. Guter Stich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da muss man sich auch nicht zurückhalten, auf jeden Fall. Also Butter. Das ist wichtig. Weil deshalb schmeckt wahrscheinlich auch so von so einer Oma das Essen immer so gut, weil die einfach... Da wird auf jeden Fall die Oma, die achtet da nicht so auf den Cholesteringehalt, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber deswegen schmeckt es, wie du schon sagst, bei der Oma halt auch meistens am besten. Ja. Die Butter jetzt hier einfach reinrühren. Yes. Die kalte Butter bindet das ganze Gewicht. So, das schaut schon richtig schön schlotzig aus. Das ist jetzt... Schlotzig ist auf jeden Fall sehr lustig. Das hat dich gefesselt, oder? Das ja. Gecatcht. Guckt euch an, wie schlotzig das alles hier ist. Die Butter ist drin, jetzt machen wir noch unseren Parmesan-Mousse. Okay, aufmachen. So? Ja. Okay. Ja, wild hier. Hier lernt sogar ich noch was dazu. Kommt nicht raus. Ist verstopft. Ist überschaubar. Warte mal. Nee, ist nicht verstopft. Nee. Warte, komm, wir tauschen kurz. Ja, okay, oder? Wahnsinn, wie das hier... Ist unglaublich. Oh, jetzt habe ich... Ja, aber ich glaube, das sollte reichen. So. Mhm. Hat eine sehr, sehr angenehme Safrannote. Boah. Boah. Was zur Hölle. Ich hatte gerade so zwei Körner und es ist so vollmundig irgendwie. Krass. Nicht so schlecht, oder? Boah, jetzt freue ich mich drauf. Was machen dann bitte noch die Tomaten damit? Was machen Sachen? Hier drüben sind unsere Tomaten im Ofen. Also wirklich, wir haben feinste Zutaten hier und das Risotto schmeckt wirklich schon wahnsinnig. Du machst sogar zwischendurch noch mal eine Küche sauber. Kevin, Wahnsinn, oder? Der absolute Wahnsinn. So, jetzt geht's an die Anrichtung, Freunde. Tun wir uns einen Teller. Tiefer am besten, ne? Ja, zwei Stück, oder? Ja. Jetzt gehen wir hier rüber zum Topf. Das ist Risotto, ne? Wie ihr seht, das ist schön weich, es gibt nach. So sollte ein Risotto sein. Das sieht traumhaft aus, wirklich. Das reicht. Tomaten kommen raus. Ich setze das hier einfach mit oben drauf. Und schön karamellisiert.
sieht aus, wirklich. Dann kommt da jetzt unser marinierter Mozzarella dazwischen. Ja. Einfach ein bisschen ganz smooth verteilen, Freunde. Im warmen Risotto schmilzt der vielleicht auch noch so ein bisschen an, ne? Ja. Stark. Auch toller Kontrast, ne? Ja, absolut. Abschließend unser Rucola, den wir einfach nur noch ein bisschen Olivenöl marinieren. Yep. So. Ein bisschen Salz. Das ist schon eine feine Geschichte. So. Also durchwerfen, ne? Ja, genau. Den setzen wir jetzt einfach hier ein bisschen oben mit dazwischen. Boah. Und 100 Euro wert. Schon eine ganz feine Geschichte, oder? Absolut. Wenn ein Essen schon nach Italien aussieht, ne, dann muss es auch wirklich lecker sein. Abschließend einfach nur noch so ein paar Fäden hier drauf, Freunde. Ne? Und dann schaut das Ganze doch schon aus wie bei der Nonna. Ja, wow. Also wirklich Anrichte, ganz große Klasse. Das sieht wirklich fabelhaft aus. Schick, ja. Oder? Ja, sehr schick. Sehr, sehr schön. Du hast gezaubert, wirklich. Das sieht schön aus, mehr kann man nicht sagen. Ich probiere in einer Gabel mal alles mitzunehmen. Ja, das ist immer wichtig, immer wenn ihr probiert, wenn ihr essen geht. Versucht alles auf einmal mit einer Gabel zu erwischen, weil das überlegt sich der Koch meistens auch bei dem Gericht. Na dann, ich bin sehr gespannt. Es geht gerade bei mir im Kopf so zack, 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 zack. Ich klapper so alle Geschmäcker ab, die da irgendwie auftauchen. Mhm. So mit jeder Sekunde verändert sich auch so das Mundgefühl und du hast neue Geschmäcker dabei. Also Wahnsinn. Boah. Also würdest du sagen, das lohnt sich zu Hause nachzukochen, oder? Weil wir haben jetzt heute super erklärt, wie das hier geht, auch mit der Anleitung und dem Mengenangaben in der Bio. Also dafür, dass das hier vor... Wie lange haben wir gekocht? Halbe Stunde? Dreiviertel Stunde? Ja, ich würde sagen effektiv 40 Minuten, oder? Dafür, dass das vor 40 Minuten noch die Rohzutaten waren, ist Wahnsinn. Das ist so cremig, das Risotto. Cremiges Risotto, Safrannote, ganz verrückt. Säure vom Weißwein kommt absolut durch. Mhm. Frische vom Rucola. So eine Süße von den Tomaten kommt mit rein. Der Mozzarella-Käse zieht sogar schon Fäden, also es ist wirklich, es ist ein sehr komplettes Gericht, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Oder? Macht's nach, wenn ihr es nicht nachmacht, seid ihr dumm. Also Freunde, wie der Max schon gesagt hat, wir brauchen effektiv 40 Minuten für das Gericht. Die kompletten Angaben wie immer unten in der Bio. Und wenn ihr das Ganze nachkocht und auf Instagram hochladet, markiert mich mit dem Hashtag KevinKochtAlleinZuHause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wer noch kein Abo hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn noch ein Abo da lässt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bald wieder. Ne? Peace, mit kulinarischen Grüßen. Kann nicht mehr sprechen. Aber ist zu lecker.